Es ist Dienstag, der 11. November 2014. Dies ist ein Interview für unser Politikblog und für die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Ich spreche heute mit Herrn Roland Schumann, dem Vorsitzenden des Vereins Blütenzeiten e.V. Guten Abend, Herr Schumann. Ja, guten Abend. Herr Schumann, Ihr Verein hat die Regionalwährung Dalbachblüten eingeführt. Wie ist die Regionalwährung entstanden? Ja, aus einer Gruppe, die sich leider aus einem traurigen Anlass zusammengefunden hat, nämlich 2011 bei der Mahnwache zum GAU in Fukushima. Die Menschen haben ja dann bundesweit ja bis in den Sommer hinein Mahnwachen gehalten und in Langenberg ist es dann so gewesen, dass einige Menschen zusammengeblieben sind und sich gefragt haben, so, was ist jetzt die Konsequenz? Jetzt sind die Mahnwachen vorbei, machen wir weiter. Sind so circa 20 Leute zusammengeblieben. Und wenn man sich mit ökologischen Fragen beschäftigt, kommt man sehr schnell auch auf ökonomische Fragen, weil die meisten ökologischen Fragen sich eben ohne ökonomische Fragestellungen nicht ansehen lassen oder sich nicht lösen lassen. Deswegen haben wir uns da auch umgeschaut und sind auch relativ schnell auf das Thema Regionalgeld gekommen. Dann wurde eine Untergruppe gegründet, die sich mit dem Thema beschäftigt hat. 2012 haben wir dann Unterstützung bekommen durch den Marc Berghaus, der den Chiemgauer mit aufgebaut hat. Also eine richtig gute fachliche Kompetenz noch. Und im Oktober 2013 haben wir dann, nachdem wir einen gemeinnützigen Verein gegründet haben, nämlich Blütenzeiten e.V., die ersten Dalbachblüten rausgegeben. Und welche Ziele haben die Dalbachblüten? Die Dalbachblüten haben mehrere Ziele. Wir möchten die regionale Wirtschaft unterstützen. Wir möchten überhaupt, dass Bewusstsein in der Bevölkerung darüber entsteht, was regionales Wirtschaften überhaupt sein kann, wie man mit Geld überhaupt umgehen kann, dass es eben auch demokratisch kontrolliert und reguliert werden kann. Dass wir die Anbieter vor Ort unterstützen, dass wir die Vereine vor Ort unterstützen. Ja, das sind einige Ziele, die wir damit verbinden und im Endeffekt auch ökologische Ziele, weil je mehr regional gewirtschaftet wird, desto ökologisch sinnvoller. Wie funktioniert dabei der Regionalbeitrag und welchen Sinn hat dieser? Der Regionalbeitrag beträgt 5% der Umtauschsumme. Der hat zwei Funktionen. Einerseits soll er dafür sorgen, dass das Geld in der Region ausgegeben wird. Derjenige, der das nicht schafft, hat eben diese 5% beim Rücktausch in den Euro zu bezahlen, also die Anbieter. Und wir haben einen zweiten Aspekt, nämlich die Umlaufsicherung, die bei uns Quartalsmarken heißt. Die soll insbesondere bei den Kunden dafür sorgen, dass denen bewusst ist, so, ihr habt jetzt 3 Monate Zeit, die Dalbachblüten auszugeben. Und wenn ihr das nicht schafft, müsst ihr die Scheine praktisch erneuern durch die Quartalsmarken mit 2% des Scheinwertes. Die Scheine sind dann gültig, wenn sie aktualisiert sind, wenn sie erneuert sind mit den Quartalsmarken. Genau, wir geben sie raus und dann sind sie erstmal ein Quartal gültig. Ne? Also im Januar geben, Mitte Dezember oder schon Ende November geben wir sie raus und die sind dann bis März gültig, bis Ende März. Solange haben die Kunden Zeit und 95% der Kunden haben da auch kein Problem mit. Wir erklären ihnen das ja, wie das funktioniert und die meisten tauschen auch so viel um, wie es ihrem Bedarf entspricht und geben das Geld auch bei Zeiten aus. Und falls das eben mal nicht gelingen sollte, müssen sie dann halt Quartalsmarken draufkleben oder der Anbieter, der die Scheine entgegennimmt und sieht, oho, da fehlt aber was, die sind ja gar nicht mehr gültig, kann er mit dem Kunden dann sagen, so, entweder du klebst die Quartalsmarken auf oder der Anbieter könnte auch sagen, so, ich gebe dir nochmal 2% Rabatt und ich kümmere mich darum. Und von dem Regionalbeitrag fließt ja ein Teil in die Förderung gemeinnütziger Vereine. Wie viel ist das und wen fördern Sie damit? Die 5% splitten sich in 3% für die gemeinnützigen Vereine und 2% für das System. Bei den gemeinnützigen Vereinen sind wir recht neutral aufgestellt. Es sollte eben ein gemeinnütziger Verein sein, das kann ein Sportverein sein, das kann ein Kulturverein sein, das kann ein kirchlicher Verein sein zur Unterstützung eines Kindergartens, das kann ein ökologischer Verein sein und so weiter. Da sind wir recht neutral. Die können sich bei uns anmelden und die Kunden, die umtauschen,
Die entscheiden dann, welcher Verein dann ihre Umtausch, also die Prozente ihrer Umtauschsumme dann bekommen. Wie werden denn die Euros angelegt, damit sichergestellt ist, dass 95%, wenn wieder zurückgetauscht werden soll, in Euro auch ausbezahlt werden können? Mhm. Der Verein hat zwei Konten eingerichtet. Einmal das eine sogenannte Vereinskonto, in dem wir eben das System finanzieren und aufrechterhalten. Und ein Rücklagenkonto, wo alle Euros, auf die die Anbieter Anspruch haben, nämlich die 95%, jederzeit darauf zurückgreifen können. Ne? Also der Anbieter kann jederzeit kommen, mit seinen Dalbachblüten in den Euro zurücktauschen. Nach Abzug der 5% Regionalbeitrag kann er jederzeit auf die Euros zurückgreifen. Welche Vorteile haben denn Unternehmer, die sich an den Dalbachblüten beteiligen? Mhm. Da muss man mehrere Phasen betrachten. Am Anfang ist es eher so, dass die Dalbachblüten ja ein Instrument sind, überhaupt ein Bewusstsein zu bilden in der Bevölkerung, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Wir nennen die Dalbachblüten auch eine Gesprächswährung. Das ist eine ganz wichtige Funktion, überhaupt über das Thema regionales Wirtschaften und wie geht man mit Geld, um ins Gespräch zu kommen. Und die Anbieter haben dann die Möglichkeit, mit den Dalbachblüten eine Marketingaktion zu machen zur Kundenbindung, vielleicht sogar zur Umsatzsteigerung mit den bestehenden Kunden und zur Neukundengewinnung. Das ist so die erste Phase. Es wird dann weitere Phasen geben, wo dann eben die Anzahl der Anbieter sich erhöht, die Umtauschsummen sich erhöhen und dann auch irgendwann anfangen, die Kreisläufe zu gehen, sodass eben die Anbieter nicht mehr in den Euro zurückgehen, sondern selber untereinander dann wirtschaften mit den Dalbachblüten. Und dann werden sich dann auch wirtschaftliche Effekte einstellen, dass eben mehr Geld tatsächlich dann in der Region bleibt. Und so zumindest indirekt jeder Anbieter, was davon hat, wenn mehr Geld in der Region ist, profitiert auch jeder Anbieter. Wie groß ist denn die Region, in der die Dalbachblüten gültig sind? Und wie viele Dalbachblüten sind denn schon im Umlauf? Also wir haben jetzt erstmal die Region zwischen Ruhr und Wupper ins Auge gefasst. Also von den südlichen Stadtgebieten, zum Beispiel von Essen und Bochum, bis in die nördlichen Stadtgebiete von Wuppertal, um eben erstmal die kleinstädtischen Strukturen zu unterstützen. Das ist aber nicht in Stein gemeißelt. Wir wissen von Ideen und Initiativen auch aus dem Ruhrgebiet oder aus dem bergischen Raum. Und da sind wir völlig offen für Kooperation, für Unterstützung, dass unser Verein vielleicht auch als Basis dient, um da weitere Schritte zu machen. Kann man Dalbachblüten ausschließlich in Euro zurücktauschen oder auch in andere Währungen, zum Beispiel andere Regionalwährungen? Im Moment ist es so, dass Dalbachblüten nur wieder in Euro von den Anbietern zurückgetauscht werden können. Zukünftig kann man sich das durchaus vorstellen, dass es einen Austausch mit anderen regionalen Währungen gibt. Es gibt ja den Regiogeldverband. Und eine Idee in dem Regiogeldverband ist ja auch Clearingstellen einzurichten, sodass die Regionalwährungen untereinander tauschbar werden. Sehen Sie für die Regionalwährung auch in Zeiten von Wirtschaftskrisen eine besondere Bedeutung? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, zuvörderst geht es im Moment darum, ein Bewusstsein überhaupt zu schaffen, dass man eben den globalen Strukturen und dem Internet-Einkauf etwas in Realwirtschaftliches entgegensetzt, weil diese Strukturen zu Ausbeutung, Arbeitslosigkeit, ökologischer Ressourcenverbrauch bis zum Anschlag, es hat ja größtenteils negative Folgen und das regionale Wirtschaften könnte da einen heilenden Prozess wieder einleiten. Das ist immer so, dass zu förderste, dass überhaupt dass die Themen wieder ins Gespräch kommen. Und zum anderen kann es durchaus wirtschaftliche Bedeutung haben. Also wir haben ja die Regionalwährung Chiemgauer zum Beispiel, die dabei ist, wirtschaftliche Bedeutung zu erlangen. Sie macht so circa 7 Millionen Umsatz. Das ist zwar auch noch im Promillebereich der Wirtschaftsleistung im Bereich Rosenheim-Traunstein, aber immerhin, es macht sich schon bemerkbar. Und insgesamt, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Situation in Südeuropa
anschaut, ist es ja schon so, dass die Menschen dort ja auf sich selbst zurückgeworfen sind, wieder anfangen aufs Land zu gehen, Landwirtschaft zu betreiben und ein anderes Bewusstsein kriegen, was vielleicht Wirtschaften auch noch bedeuten kann, und sich da mit diesen Themen beschäftigen. Und auch die Geldtheoretiker im Regio-Geldverband und auch einige Praktiker haben ja durchaus schon die Idee entwickelt, wie wäre es denn, wenn Griechenland so eine eigene Regionalwährung bekommt, mit einer hohen Abflusssicherung in den Euroraum rein, sodass eben das Geld vor Ort bleibt und vor Ort ausgetauscht wird und eben nicht in die Rachen europäischer Banken oder Konzerne läuft. Kann man auch schon Löhne und Sozialabgaben in Dalbachblüten bezahlen? Es ist so, dass rechtlich jeder Angestellter, jeder Arbeiter einen Anspruch hat, seine Löhne in Euro zu bekommen. Also da gibt es eigentlich keine Möglichkeit, außer es ist natürlich eine freiwillige Vereinbarung, klar. Ansonsten hat ein Anbieter da jetzt keine Möglichkeit, aber er könnte zum Beispiel freiwillige Leistungen, wie zum Beispiel Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Boni, in Dalbachblüten auszahlen, wenn der Angestellte damit einverstanden ist. Wenn man weitere Informationen haben möchte über die Dalbachblüten, wo kann man sich da informieren? Ja, wir haben eine eigene Website, das ist dalbachblüten.de. Da stehen die meisten Infos drin, da kann man sich auch die Flyer runterladen. Und man kann uns natürlich auch eine E-Mail schicken, info@dalbachblüten.de. Ja, und da kann man natürlich dann auch bei uns dann Flyer anfordern oder Infomaterial und so weiter. Und zu welchen Zeiten kann man Euros in Dalbachblüten tauschen und umgekehrt? Das ist ja auch wichtig, wenn Leute berufstätig sind. Also zurücktauschen können ja nur die Anbieter. Die Kunden haben 3 Monate Zeit, die Dalbachblüten auszugeben. Eingetauscht werden kann in 2 Wechselstellen. Nämlich bei Copy Plus und im Bürgerladen. Beide liegen in der Hauptstraße in Langenberg. Copy Plus ist ein ganz normales Ladengeschäft. Wie gesagt, mit Kopien, Schlüsseldienst und einiges andere mehr. Normale Öffnungszeiten von 9.30 Uhr bis 18 Uhr und Samstagvormittags. Und der Bürgerladen, auch ein gemeinnützig getragen, ehrenamtlich, der hat dienstags von 9.30 Uhr bis 11 Uhr, donnerstags von 17 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 13 Uhr auf. Vielen Dank fürs Interview. Gerne.